Herzlich willkommen beim Mürztal aktuell am Freitag. Gemütlich bei einem guten Buch im Couchsessel versinken, das bevorstehende Wochenende macht's möglich. Wir haben heute bei einem Bücherflohmarkt unseren Lesestoff aufgebessert, damit auch gleich zu den Meldungen des Tages. Sie können mit Kommissar Wallander einen Fall lösen oder mit Huckleberry Finn über den Mississippi fahren. Lesen ist Abenteuer im Kopf. Wer seine Sammlung an Büchern günstig erweitern möchte, der hatte heute dazu am Vormittag beim Bücherflohmarkt der Stadtbücherei Kapfenberg die Möglichkeit. Es ist so, dass wir eben immer wieder Bücher ausscheiden. Ich hätte zwar gerne schon die aktuell ausgeschiedenen Bücher dabei gehabt, das hat aber nicht funktioniert, aber zumindest ja, ein paar hundert Bücher sind es doch geworden, die wir an den Mann und an die Frau bringen. Welche Werke sind das, die aus der Stadtbücherei ausscheiden? Also grundsätzlich ist es so, wir haben so um die 20.000 Medien in beiden Büchereien. Es gibt ja zwei Stadtbüchereien in Kapfenberg. Und alle Medien, die längere Zeit nicht gelesen werden, also die müssen dann Platz machen, beziehungsweise wenn sie zerschließen sind, nur die wirklich die kaputten, die werden natürlich weggeworfen. Aber die noch brauchbar sind, aber ein paar Jahre nicht ausgeliehen worden sind, also die unbeweglichen, sagt man dazu, die werden dann am Flohmarkt verkauft und mit dem Geld, das wir dort einnehmen, das sind natürlich Unmengen, aber ein bisschen was ist es, dürfen wir wieder neue Medien ankaufen, zusätzlich zum ohnehin großen Bestand. In Zeiten von iPad und Co. ist es noch in, dass man in eine Bücherei geht und sich Bücher ausborgt? Ja, iPad und Co., das sind eben digitalisierte Medien, das ist ein anderer Bereich. Also hier wird in der Bibliotheksszene sehr viel diskutiert. Es gibt eben die Möglichkeiten der E-Book-Ausleihe in größeren Bibliotheken wie Graz, Salzburg, Wien und so weiter. In der Steiermark, also landübergreifend, ist man noch am Arbeiten, dass man das anbietet. Das ist jetzt nicht unsere primäre Aufgabe. Also unsere von den Bibliotheken her ist eben schon mal das Buch in Printform. Wir bieten ja zusätzlich noch ein großes Kontingent an DVD. An Spielfilmen, an anspruchsvollen Spielfilmen an oder Brettspielen und Hörbücher. Also wir schauen, dass wir in diesem Segment Fuß gefasst haben und das wirklich gut betreuen. Das ist uns wichtig. Ja. Das Wochenende hinterlässt in Bruck oft seine Spuren. Vor allem die Geschäftstreibenden und Anwohner in der Mittergasse sind von den Vandalenakten und Verschmutzungen betroffen. Einer Unternehmerin ist das jetzt zu viel geworden. Sie hat eine Unterschriftenaktion gegen den Vandalismus in der Innenstadt gestartet. Aus dem Grund, da ich selbst das Geschäft habe in Gen Textilladen und bei uns eigentlich ja nur der Hauptplatz in Beobachtung steht und alles, was unterhalb von Schlafen ist, wird außer Acht gelassen und da schaut es halt immer ein bisschen aus am Wochenende, unter der Woche, nach den Nächten. Und das halt immer zum Putzen und irgendwann reicht's und dann muss man halt was ins Leben rufen, dass was passiert. Wie darf man sich das vorstellen, wenn man da hereinkommt am Montag in der Früh? Ja, es ist Erdbotzen beschmiert, die Auslage, es wird zu den Eingängen gepinkelt, dann sind Glasscherben überall und es ist wirklich schlimm, Blumen ausgerissen. Also es sind Beobachtungen, dass am Mittwoch vor dem Feiertag Blumen gesetzt werden, am Freitag links überall auf der Straße. Das ist sehr traurig eigentlich. Was wollen Sie jetzt mit der Unterschriftenaktion erreichen? Eigentlich, dass sie die Gesellschaft, die Leute selbst an der Nase nimmt und wieder mehr darauf achtet, was sie tun, wie sie es tun und auch, dass Initiativen von der Stadtgemeinde und der Polizei gestartet werden, dass man als Wirtschaftstreibender wieder was gestalten kann, dass man selber wieder Blumen ausstellen kann, aber es funktioniert zurzeit leider nicht. Mehrere hundert Personen haben bereits unterschrieben, die Listen liegen in vielen Geschäften in Bruck an der Mur auf. Das bin dann also ich, war heute das Motto einer Schreibwerkstatt in Kapfenberg. Dabei wurde interessierten Kindern das Schreiben auf eine neue und spannende Weise nähergebracht. Sprache ist ein Erlebnis. Davon konnten sich heute Kinder zwischen 8 und 12 Jahren in der Stadtbücherei Kapfenberg überzeugen. Im Zuge einer Schreibwerkstatt hatten die Kinder die Möglichkeit, spannende und fantasievolle Texte zu schreiben und zu gestalten.
Es ist eine Sommerferienaktion, die eben gemeinsam mit der Stadtgemeinde, aber auch mit unseren eigenen Flyer Hallo Kinder, Dobardan Cieko, ich kann es nicht richtig aussprechen, ist kroatisch, also wir haben hier auch zweisprachiges Programm. Heute geht es eben speziell um eine Schreibwerkstatt und ich habe dazu die Poesiepädagogin Birgit Krenn eingeladen, die ein Profi in diesem Bereich ist und die eben mit, es sind 8 Kinder, wenn ich das richtig gezählt habe, mit denen über die Sprache, über die Wahrnehmung, also mit dem gearbeitet wird. Und also nicht nur um, es geht nicht nur ums Schreiben, es geht auch ums Fühlen und ums Wahrnehmen. Und das ist eben Intensivarbeit, also richtig Pädagogik vom Feinsten. Wie wichtig ist es jetzt, Sprache den Kindern näher zu bringen? Ja, das ist mein täglich Brot. Es geht ja im Grunde auch immer um Sprache und jetzt nicht nur um Bücher und ums Lesen alleine, sondern eben um diese Wahrnehmung. Es ist unheimlich wichtig, wird Ihnen jeder Pädagoge, jede Pädagogin bestätigen können. Und wir sehen natürlich auch, wie es in der Bildung in Österreich aussieht, wie viel wird wirklich für die Bildung bereitgestellt, wie ich eben vorher gesagt habe, was wird dann auch von Seiten der Politik oder von Seiten von Verantwortungsträgern tatsächlich gemacht und da sieht es dann eher mau aus. Sprache kann man aber nicht nur hören, sondern auch spüren und fühlen. Mir geht es darum, dass die Kinder in erster Linie Zugang zu sich selbst finden und bewusst wahrnehmen, bewusst schauen. Grundsätzlich denke ich, Sprache ist immer da. Also sobald man hört, ist man mit Sprache konfrontiert. Wörter sind da, ob das jetzt in Form von Werbung ist, von Schrift, was man hört. Und ich finde es wichtig, dass das für jeden verfügbar ist. Dass das nicht nur für Kinder gilt, die gut in Deutsch sind und die eine tolle Grammatik haben, sondern dass wirklich jeder soll sich ausdrücken, wirklich jeder Mensch und das sagen, was für ihn wichtig ist. Was man wahrnimmt, was man spürt, ob das jetzt grammatikalisch richtig ist, kommt für mich, ist der nächste Schritt. Aber nicht der erste, sondern der erste ist zu sagen, ich spüre das so, ich empfinde das so, ich sehe das so und dazu stehe ich jetzt einmal. Und das ist mir bei Kindern halt besonders wichtig, weil die Hemmung oder die Scheu oft relativ groß ist, was Falsches zu sagen, anstatt einfach einmal authentisch zu sein, indem man vertraut, was man wahrnimmt. Und deswegen heißt es eine Erlebnisweltsprache, weil es einfach auch mit Fühlen, mit Hören, mit Wahrnehmen zu tun hat. Schwül und heiß, so hat sich das Wetter heute im Mürztal präsentiert. Das Ganze bei Werten um die 30 Grad. Das schwüle Wetter bringt allerdings auch Gewitter mit sich und die können auch wieder heftig ausfallen. Vor allem morgen Nachmittag ist speziell über dem Bergland mit teils heftigen Gewittern zu rechnen. Und auch am Sonntag muss man den einen oder anderen Schauer mit einplanen. Die Temperaturen bleiben aber sommerlich bei Werten zwischen 20 und 27 Grad. Das war Mürztal aktuell am Freitag. Im Namen des Teams wünsche ich noch ein schönes Wochenende. Auf Wiedersehen.